Na ihr Lieben, was geht so? Heute gibt es mal ein bisschen was Ungewöhnliches hier auf meinem Kanal, nämlich ein Vlog-ähnliches Video. Mein Bett und mein Stuhl, die ich vor Monaten bestellt hatte, die ich mir anfertigen habe lassen, eben Oktober oder November, glaube ich, habe ich den Auftrag gegeben, sind jetzt endlich angekommen. Und da dachte ich mir, weil ja sowieso immer recht viele Fragen kommen zu meiner Einrichtung etc., ja, beantworte ich die Fragen direkt schon mal hier vorab und dann könnt ihr auch mal sehen, wie das Ganze dann ankommt, wie es aufgebaut wird etc. Lasst euch einfach überraschen, Leute. So, ich bin gerade am Aufbauen. Ich habe jetzt hier nur eine Softbox aufgestellt. Ich habe jetzt gerade nicht so viel Platz, wie ihr euch sicher denken könnt. Das sind die Dinger, die später hier oben raufkommen. Das ist jetzt das Kopfteil. Und ich sage euch jetzt mal einen kleinen Fun-Fact, weil ich bestimmt sicher weiß, dass manche wieder fragen, wo hast du deine Möbel her und so weiter. Ich habe mir das meiste anfertigen lassen. So, und ich habe jetzt damals den Schrank und jetzt auch das Bett bei Lionstar bestellt. Entschuldigen Sie bitte, ich filme hier. Und ich will ganz ehrlich mit euch sein, ich kann euch das gerne verlinken, aber ich muss euch sagen, ich finde Lionstar preis-leistungstechnisch nicht perfekt. Also ich habe mir den Schrank damals gekauft und auch das Bett jetzt, weil ich einfach nichts Vergleichbares irgendwo anders finden konnte. Aber hätte ich die Wahl, würde ich nicht dort bestellen. Das Ding ist, ihr könnt es jetzt vielleicht nicht sehen, aber ich finde die Qualität jetzt nicht so mega perfekt. Erstmal, der Schrank kam mit Macken. Dann ist die Tür leicht schief, wie ihr das vielleicht sehen könnt. Hier das. Und da. Und deswegen bleibt er auch nicht zu. Also der ist ja mit Schlüssel, aber wenn ich den abschließe, der bleibt nicht zu, weil der schief ist. Und hier bei dem Bett habe ich jetzt auch schon den ersten Makel gefunden. Nämlich hier, ich hoffe, ihr könnt das sehen. Hier ist eine Macke, da ist irgendwas lang geschrappt. Und ja, wie ich sage, nicht der allerbeste Shop. Aber im Großen und Ganzen, wenn dann so eine Kleinigkeit nichts ausmacht, dann ist das nicht so dramatisch. Ich will halt ehrlich mit euch sein, es ist nicht der allergeilste Shop. So, das Kopfteil ist ein bisschen größer, als ich gedacht habe. Da war normalerweise mein, also da hing mein Dingens. Mein Dingens. Das muss ich jetzt erstmal abmachen und ich glaube, ich kann es auch nicht mehr dran machen. Oder ich muss es vielleicht irgendwie dahin machen, aber dann gucke ich mal. Kira nervt gerade ziemlich. Ob es dann überhaupt noch passt, weil eigentlich möchte ich das gerne gerade haben. Also ich da, aber das passte dann nicht mehr und ob das dann da noch irgendwie schön aussieht. Aber trotzdem finde ich, also so Massivholzmöbel, die angefertigt sind, haben halt echt was. Weil, also zum einen sieht es natürlich viel geiler aus als jetzt irgendwie so ein Ikea-Bett. Aber du kannst dir halt auch so alles aussuchen. Also die Holzfarbe kannst du dir aussuchen. Dann das hier, erstmal das Material, was es sein soll. Zum Beispiel das Lederimitat oder ich habe jetzt hier so Samt. Dann welche Farbe das haben soll. Und die sind halt auch richtig stabil. Das ist nicht irgendwie so ein, ich sag jetzt mal so Plastik. Obwohl so Ikea-Möbel natürlich auch nicht aus Plastik sind. Aber es ist so ein gepresstes Holz und es ist einfach nichts. Und das hier, das ist schon mega geil. Und das Zusammenbauen ist auch mega einfach. Ich zeige euch das mal. Hier sind so Schrauben. Ich muss mal aus dem Licht raus. Also hier sind so Schrauben. Und hier sind Haken, das heißt, es wird einfach nur eingehakt. Man kann das auch, wenn man jetzt umzieht, easy wieder auseinanderbauen und so. Das ist dann, das ist einfach viel geiler als so scheiß Ikea-Möbel. Gott, das ist riesig im Gegensatz zu meinem alten Bett. Scheiße, das ist halt wirklich 1,80 mal 2 Meter. Ich musste jetzt auch die kleine Kommode, die da stand, wegstellen. Die muss ich gleich gucken, wo ich die sonst hinstelle, vielleicht da. Mega. Und es ist wirklich einfach, man kann es alleine aufbauen. Wie gesagt, es wird hier einfach nur so eingehakt. Moment. Easy. 2 Minuten hat es gedauert. Richtig gut. Jetzt ist auch endlich meine neue Matratze da. Ich musste jetzt aufpassen, dass ich keine Matratze wähle, die so super. Also eigentlich mag ich das, wenn Matratzen so super dick sind, aber dann passt das hier mit dem Kopfteil nicht. Da musste ich jetzt gucken, dass das dann auch da reinpasst. Ich glaube nicht. Ja, Giri, ist ja meine Matratze. Müssen wir noch beziehen. Ich habe mir jetzt schon mal extra alles neu gekauft. Matratzenschoner in der Größe natürlich und ja, Spannbecklaken etc. Das mache ich jetzt mal eben off-camera, ist glaube ich nicht so interessant für euch. Na? Ich muss jetzt gleich noch eben das Regal oder die Regale da aufhängen. Deswegen habe ich hier den ganzen Teppich hochgemacht. Dann kann ich gleich saugen. Jetzt ist aber erstmal Mittagspause. Im Gegensatz zu anderen in diesem Haus halte ich mich da nämlich dran. Deswegen warten wir noch eben 2 Stündchen. Allerdings ist der Stuhl endlich angekommen. Hier sieht es auch ein bisschen aus wie Kraut und Rüben, denn hier kommt ja auch eine neue
Kommode hin. Deswegen muss ich hier alles freiräumen. Wand wird gerade gestrichen. Da steht noch ein bisschen Zeugs. Das ist momentan irgendwie so ein bisschen gerade Ablagefläche für alles. Und hier ist jetzt eben dieser Schrank. Ach, dieser, ja, Schrank kann man dazu schon fast sagen. Der Stuhl. Alter, wie groß der ist. Ich glaube, das fällt euch jetzt gar nicht so richtig auf. Also als Vergleich. Das ist mein Bein. Und der ist einfach höher als ich im Stehen. Es ist so krank. Ich werde den jetzt mal auspacken. Irgendwie habe ich den kleiner in Erinnerung. Ich kann heute nicht mehr reden. Kiri. Ja, was ist das für ein Riesending? Was ist das? Den werdet ihr in meinen zukünftigen Fotos auf Instagram sicherlich auch das ein oder andere mal sehen. So, ich packe den jetzt mal aus. Das Ding ist, der ist so riesig. Ich habe den kleiner in Erinnerung. Ich weiß gar nicht, wo ich den hintun soll. Aber ich packe den jetzt erstmal aus. Oh mein Gott, ist der gigantisch. Eieieiei. Also ich weiß echt nicht, wo ich den hinstellen soll, außer hier. Nirgendwo sonst ist Platz. Ja, hier ist der breit und hoch. Scheiße. Wahnsinn. Willst du auch mit hoch, Kiri? Komm schnell. Hopp. Da bist du. Jetzt sagst du eigentlich schon alles, oder? Ja, jetzt erstmal aufräumen und ja. So, alles ist ready. Kira nimmt gerade ihren Knochen auseinander. Regale hängen. Ist jetzt noch nichts drin in dem Pentagramm. Weil alles, was da vorher drin war an Steinen, habe ich jetzt woanders reingetan. Ist jetzt gerade ein bisschen dunkel hier, aber einmal gewechselt im Flur ist das hier. Weil mit den schweren Steinen über dem Bett, da habe ich immer Angst, dass das Regal mal runterkracht. Und wenn ich die auf den Kopf kriege hier, dann war es das. Deswegen. Mal sehen, aber ich bin jetzt endlich fertig. Gott sei Dank. Ich werde jetzt noch ein Directions-Video im Anschluss drehen. Das kommt an die Tage. Freut euch darauf. Deswegen habe ich mich schon mal fertig gemacht. Ich kann nur sagen, so die erste Nacht, neue Matratze. Horror. Ich habe mich von A nach B gewälzt. Ich habe gedacht, ich schlafe auf Steinen. So hart war das. Da musste man sich erst mal dran gewöhnen. Ist ja klar, ne? Wenn man schon eine etwas, ich sag mal, durchgelegenere Matratze hat und dann kauft man sich eine andere, fühlt sich natürlich erstmal dann blöd an, muss man sich dann erstmal dran gewöhnen, der Körper muss sich daran gewöhnen. Aber jetzt kann ich schon sagen, nach ein paar Tagen, sind die schon ein paar Tage vergangen, fühlt es sich sehr gut an und in diesem Bett, ich muss sagen, die Größe, ich kann es nur nochmal betonen, mein altes Bett war ja nur 1,60, also das ist jetzt nicht viel größer, aber es fühlt sich an, als hätte ich so eine kleine Insel einfach. Das ist so Wahnsinn. Mega gut einfach. Ja, das war's dann auch schon. Wie gesagt, ich verlinke euch die Möbel mal, wenn ich sie noch finde online. Ist ja jetzt, wie gesagt, schon ein paar Monate her, dass ich sie bestellt habe. Aber ich guck mal. Und ja, das war's dann. Also lasst gerne Daumen nach oben da, Feedback nicht vergessen und bis die Tage zum Directions-Video. Tschüss!